Heute ist unser Schwerpunktthema Hochbegabung als Teil einer Doppeldiagnose. Aber wie kommt man überhaupt dahin? Woher weiß man, dass es eine Doppeldiagnose gibt? Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit Freda sprechen darf. Herzlich willkommen. Freda hat zwei wunderbare Kinder. Navid ist 10 und Camille ist 8. Und ich freue mich einfach, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen zu erzählen, wie eure Geschichte war. Ja, hallo. Vielen Dank, liebe Antje, dass wir das Gespräch heute führen können, überhaupt, dass du mich dazu eingeladen hast. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen über meine Kinder und auch über dieses ganze Thema zu sprechen, weil ich glaube, dass es auch mehr Menschen bewegt, als man vielleicht irgendwie glaubt. Und wir als Eltern ja irgendwie immer so vor uns hin muddeln, sage ich mal. Also wir sind ja, versuchen irgendwie immer herauszufinden, was das Beste ist für unsere Kinder, und dabei sind wir nicht immer so gut vernetzt. Also tatsächlich hat sich das erst entwickelt in diesem Bereich. Wann ist denn zum ersten Mal aufgefallen, dass eure Kinder, oder wahrscheinlich zuerst einmal Navid, weil er der Ältere ist, dass irgendwas anders ist? Kinder sind ja alle Individuen. Aber was war sozusagen der Punkt, wo ihr als Eltern so gedacht habt, irgendwas ist anders? Wir zu Hause haben ehrlich gesagt das gar nicht so lange, also lange Zeit gar nicht bemerkt, weil wir ja irgendwie überhaupt gar keinen Vergleich hatten. Mit anderen Kindern hat er auch irgendwie sich ausgetauscht im Kindergarten und so weiter und so weiter. Und da kam vielleicht mal so ein Moment, in dem man dachte, naja, also alle anderen Kinder sind jetzt bei diesem stark verletzten, blutenden Kind im Kindergarten und er spielt weiterhin mit seinem Flugzeug. Und wir haben gedacht, naja, gut, also das ist vielleicht, also hat er gedacht, da sind jetzt Erwachsene, das interessiert ihn jetzt irgendwie nicht so. Also tatsächlich waren das so kleine Momente, in denen man so überlegt hat, naja, und irgendwie konnte man sich das so wegargumentieren, indem man gedacht hat, ja, und das ist halt ein schlaues Kind oder der fragt halt viel, der will halt irgendwie Sachen wissen. Und wir haben es vorher nicht so gewusst, dass man das auch schon so früh merken kann. Also dass Kinder einfach, hochbegabte Kinder auch schon im sehr jungen Alter darauf hinweisen von sich aus und haben das vielleicht auch ignoriert, weil wir mit diesem Thema auch in der Familie oder im Freundeskreis vorher nie zu tun hatten. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ihr hattet also so einzelne Beispiele, wo ihr so dachtet, aber wie kam dann tatsächlich der Schritt, genauer hinzuschauen und auch möglicherweise mit Fachleuten darüber zu sprechen? Und wie kam es dann auch zum Test? Erstaunlicherweise kam dieser Hinweis aus der Schule erst, als er eingeschult wurde. Und er ist relativ spät eingeschult, mit fast 7, weil er im Oktober Geburtstag hat, und da war das noch nicht so, dass man früher hätte einschulen können, also Regeleinschulung sozusagen. Und obwohl die Kindergärtner gesagt haben, ja, er ist schlau, aber also emotional muss er auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen. Ne? Das war so, und dann ist er erst spät zur Schule gegangen, und es war, also ich glaube, noch nicht mal eine Woche, da hat er also ein Katapult gebaut aus seinen Schulmaterialien und hat einem anderen Kind einen angespitzten Bleistift, also knapp in den Augapfel geschossen. Das war knapp vorbei, also es war wirklich gefährlich. Und daraufhin gab es ein Elterngespräch in der Schule mit der Lehrerin, und sie hat uns gesagt, also ganz direkt, mit ihrem Kind stimmt was nicht. Und dann kam eben auch raus, dass er, ja, also als wir ihn darauf angesprochen haben, hat er gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Die Lehrerin redet mehr als 1000 Wörter am Tag. Das halte ich nicht aus. Und wir haben gefragt, woher weißt du das denn? Naja, sie redet viel, ist uns auch aufgefallen. Aber dann hat er gesagt, ich zähle das, weil mir langweilig ist. Und mir ist eigentlich irgendwie immer langweilig dort in der Schule. Und er wollte da einfach von an diesem Tag an nicht mehr hingehen. Und es war wirklich schlimm, schlimm mit ihm dort überhaupt, einen Kompromiss zu finden, dass er dort weiter hingeht. Und wir haben dann gedacht, naja, das ist vielleicht irgendwie alles neu. Und ja, so argumentiert man sich das als Eltern irgendwie so weg, dass man denkt, ja, das ist jetzt vielleicht eine Phase, ne? Dieses berühmte Wort, alles nur eine Phase, haben wir uns gar nicht so sehr mit beschäftigt, dass das vielleicht eine Ursache haben könnte tatsächlich, bis wir, und da haben wir einfach Glück gehabt tatsächlich, also jemanden in der Familie haben, die Kinder- und Jugendpsychologin ist und die dann gesagt hat, also ich würde mal einen Test machen. Und für uns war das überhaupt nicht, wir hatten das nie, also überhaupt wirklich nie in Betracht gezogen.
Nie. Und das war, also das war wirklich ein Augenöffner tatsächlich, dass wir, also dieses Testergebnis war dann, fiel dann ja entsprechend hoch aus. Und damit ging das dann irgendwie alles so los, diese Diagnostikschleife, dass wir dann erstmal mit diesem Ergebnis in ein SPZ gegangen sind, weil das erklärte ja auch nicht das sonderbare Verhalten in der Schule. Also, dass er dort eben auch teilweise rückwärts gesprochen hat. Und ja, also solche Sachen, die erklärte, also die Hochbegabung selber erklärte das dann noch nicht. Und daraufhin sind wir dann ins SPZ. Also, so, genau. Das erklär nochmal oder versuch dich zu erinnern, warum ist es erstmal für viele offenbar, ja, für viele Eltern erstmal so eine Überwindung, so einen Test zu machen. Also man würde ja mit Ohrenschmerzen, würde man auch das Ohr untersuchen lassen. Man würde mit Halsschmerzen, die immer wieder wiederkehren, würde man das genauer untersuchen. Ich versuche das oft, wenn ich mit Eltern ja auch spreche, zu sagen, im Prinzip ist es ja so ähnlich. Warum hattet ihr erst einmal so eine Distanz oder erstmal so eine gewisse Hemmnis, so einen Test zu machen? Warum ist das so weit weg? Ich glaube, da gibt es zwei Paar Schuhe. Also das eine ist, dass wir überhaupt nicht gewusst haben, dass es diese Möglichkeit gibt, über einen Intelligenztest zu einer Erklärung zu kommen. Das war überhaupt für uns nicht ein Mittel der Wahl, als wenn man sagt, das Kind hat Ohrenschmerzen, dann machen wir halt mal dies oder dann machen wir mal das. Es kam für uns nicht in Frage, dass wir, also wir hatten einfach schlichtweg darüber keine Kenntnis, dass das irgendwie zu unserem gewünschten Ergebnis führen könnte. Deswegen kam es vielleicht von uns aus auch selber nicht in Betracht. Und die andere Seite war natürlich, als es dann so ein bisschen im Raum stand und ja, er ist ja auch sehr schlau und dass wir dann auch diesen tatsächlich unseren Eindruck, den man irgendwie vielleicht aus der Gesellschaft mitnimmt oder der uns in unserer Kindheit so, also hochbegabte Kinder, das hatte für uns in diesem, sowohl für meinen Mann als auch für mich einen Kontext von, das wird oft, das sagen Eltern, die denken, ihre Kinder sind schlau und die wollen sich irgendwie in den Mittelpunkt rücken tatsächlich. Also es hatte auch ein Hemmnis, also aus gesellschaftlichem Druck von, das darf irgendwie nicht sein. Ja, tatsächlich ist das so. Du sagst, das Testergebnis ist hoch ausgefallen. Das hat euch, es war hoch genug, um eine Mensa-Eintrittsmöglichkeit zu bieten. Genau. Also es war über 130 tatsächlich. Und wart ihr geschockt, erfreut, überrascht? Hat es Angst gemacht? Erinnerst du dich? Tatsächlich war es einfach Erleichterung. Es war, also als wir dieses Ergebnis hatten, hat sich für uns so viel erklärt. Also dadurch, dass wir auch nochmal erklärt bekommen haben, was bedeutet eigentlich dieser Test, also was bedeutet dieses Ergebnis überhaupt? Oder das sind ja verschiedene Bereiche, die dort nochmal aufgeschlüsselt sind in worin liegt eigentlich die Stärke, die er hat? Also, und warum fällt ihm vielleicht diese permanente Wiederholung so schwer? Und das hat dieser Test natürlich im Ergebnis so vielleicht noch nicht so ganz deutlich hergegeben, aber in diesem Gespräch dann mit der Psychologin war das nochmal für uns ganz, es war unglaublich wertvoll. Diese Erkenntnis, also dass ein Kind hochbegabt ist, ja, aber das heißt noch nicht nur, also schlau im Sinne hoher IQ gleich. Kann ab jetzt alles lösen, sondern das und das sind die Probleme, die das mit sich bringt. Also das ist sozusagen ein Stück weit Erklärung gewesen für, und wieso kann er nicht diese permanente Wiederholung ertragen? Warum findet er das so unglaublich schwierig? Oder warum nervt ihn das so doll, dass man immer wiederholt oder dass man Dinge, ja, also zum Beispiel waren das so Sachen wie, in der Schule macht man ja am Anfang in der ersten Klasse diese Schwungübungen und hat Kreise malen und Saiten schreiben und M. Und er war irgendwie, er hat jeden Mittag geweint. Jeden Mittag. Also es gab keinen Tag, an dem das nicht so war. Er kam aus der Schule und hat sich hingesetzt und dann hat gesagt, und wie war es heute in der Schule? Oder was war heute gut in der Schule? Haben wir schon irgendwann so abgewandelt von nicht mehr, wie war es oder gut, sondern oder schlecht, sondern wie war es oder was war gut an der Schule heute? Was hat dir gut gefallen? Irgendwie habt ihr was Interessantes gemacht? Also, und es war jeden Mittag dieses, dass er geweint hat, weil er, das haben wir auch erst nicht verstanden, warum das so war. Es hat lange gedauert, dass er sich dort unglaublich zusammengerissen hat, also sich angepasst hat an diesen Tag, irgendwie, dass er überhaupt durch diese Schule kommt, weil klar war, wir haben signalisiert als Eltern, du gehst hin, es gibt keinen Weg, keine Alternative, du gehst dahin. Und er hat irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Und
wenn er dann besonders schnell war, also er hat wahrscheinlich auch versucht, da für sich einen Weg zu finden, wenn er besonders schnell war und seine Aufgabe mit dem M, die Seite mit dem M vollschreiben, fertig hatte, hat er noch eine Seite mit dem M bekommen. So, du darfst noch eine Seite M schreiben. Und das ist ja für uns, wenn man sich das vorstellt, also man macht eine unbeliebte Aufgabe, also ich sauge das Haus und dann bin ich damit super schnell, weil ich mir Mühe gebe, das gut und ordentlich und schnell zu machen und hoffe auf Pool vielleicht und am Ende kann ich dann nochmal, also dann kannst du auch das zweite Haus saugen. Das ist irgendwie die Erkenntnis von, nee, also Mühe geben und schnell sein, mache ich schon mal gar nicht mehr. Also das war auch das Ergebnis daraus. Und natürlich haben wir uns dann intensiver mit diesem ganzen Thema beschäftigt und für uns war dann schnell klar, das muss irgendwie jetzt hier nochmal also wir müssen noch herausfinden, was da noch ist, weil wir gemerkt haben, sowohl in der Schule als auch in unserem Familienalltag, dass da Dinge waren, also haben wir entweder gedacht, also wir haben gedacht, entweder sind wir bescheuert, entweder sind wir zu blöd, dieses Kind zu erziehen. Also das, wir haben das durchaus in Betracht gezogen, dass wir einfach zu blöd sind. Oder das Kind ist total durcheinander. Also, und das fing an beim Zähneputzen, beim Duschen, also dass er Fingernägel schneiden, dass der hat geweint, schlimm, als wir ihm mal die Fingernägel geschnitten haben. Oder die Haare geschnitten, er wollte in die Haare schneiden und hat gesagt, das tut weh und das ist furchtbar. Und wir haben gesagt, Haare schneiden, komm, stell dich nicht so an, das tut nicht weh. Und da haben wir gemerkt, also Hochbegabung hin oder her, das ist ein Thema, aber das kann irgendwie nicht alles sein. Und so kamen wir dann irgendwie auf Anraten der Psychologe nochmal ins SPZ. Was ist ein SPZ für die, die es nicht kennen? Genau, ein sozialpädiatrisches Zentrum. Dort wird also verschiedene Arten von Diagnostik, also je nachdem, wie es sozusagen aufgestellt ist, also wie ein SPZ aufgestellt ist, gibt es natürlich nochmal IQ-Tests, aber es gibt eben auch Testungen auf Autismus oder auf ADS oder ADHS. Es gibt aber auch, also werden neurologische Untersuchungen gemacht und auch EEG. Sogar EKG, also ganz verschiedene Dinge, je nachdem, wie gut sozusagen das Zentrum ausgestattet ist. Und all das wird so ein bisschen dann im Erstgespräch herausgefunden. Also was möchte man dort eigentlich? Was ist das Ziel? Warum wendet man sich an ein SPZ? Und im Erstgespräch wird dann kurz besprochen, was ist eigentlich das gewünschte Ergebnis? Was möchte man dort? Und daraufhin wird ein Diagnose-Fahrplan geschrieben. Also da werden verschiedene Termine gemacht. Und also der Schlimmste war, glaube ich, das Blutabnehmen. Haben wir mit drei Leuten, mussten ihn festhalten, weil es ging einfach nicht. Der konnte das nicht aushalten überhaupt, diese körperliche Nähe von anderen Menschen und so weiter. Und bitte? Hat es ursprünglich nochmal einen Schritt zurück für euch, war es eine Überwindung? So nach dem Motto, da geht man nur hin, wenn man ein schwieriges Kind hat? Und wie habt ihr es Navid gesagt, dass ihr das macht? Ich glaube, die Frage stellte sich für uns nicht mehr, als wir gemerkt haben, wir haben einfach Leidensdruck. Also wir in der Familie hatten einfach Leidensdruck, weil wir uns nicht erklären konnten, warum ein Kind, also ja, wenn es hochbegabt ist, ja, dann hat es auch Schwierigkeiten und trotzdem müsste man es dann ja auf einer Ebene erreichen können, also mit einer Logik erreichen können, die da heißt, wir können darüber sprechen, wie es in der Schule ist, aber das konnte man mit Navid nicht. Man konnte nicht mit ihm darüber sprechen, wie es in der Schule war, weil er sich schlichtweg auch an Sachen nicht erinnern konnte. Und das ist dem geschuldet, dass man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, bei ihm die Emotionen kommen so rein, ungefiltert, am Vormittag in der Schule und die werden dann, also kommen wie auf so einer Ellipse, die sich permanent dreht, laufen diese Emotionen wie im All erstmal sind die auf dieser Bahn und kreisen. Und es ist keine Garantie dafür, dass er mittags sozusagen, wenn er zu Hause ist, sich das WLAN, also das emotionale WLAN, wieder connected mit den Eltern und dann diese Informationen abgerufen werden können aus dieser Ellipse, sondern die sind frei, die schweben dort frei umher. Und es kommen manchmal Informationen, die vor 2 Wochen waren, also Situationen, die wir selber gar nicht mehr nachvollziehen können. Und wenn man dann versucht, mit den Lehrern in den Austausch zu kommen und zu sagen, also da war eine ganz schlimme Situation heute in der Schule und die sagen, nee, keine Ahnung, wissen wir nicht, da war gar nichts. Nee, also meinen Sie das vor 2 Wochen?
Und für uns war das überhaupt, wir konnten uns da keinen Reim drauf machen und haben natürlich auch uns in Frage gestellt und haben auch unser Kind in Frage gestellt. Also hat er irgendwie kognitive Lücken, dass er sich das nicht merken kann, dass er das vergisst wieder oder und dann zeichnete sich ein bisschen ab, dass das immer mit Emotionen zusammenhing. Also Sachen, Situationen, in denen es eher emotional war oder Kinder sich gestritten haben. Er konnte nicht herausfinden, wer ist Täter, wer ist Opfer. Er konnte das nicht, kann er nicht, also bis heute hat er Schwierigkeiten, das herauszufinden, wer ist dort ein Täter, wer ist ein Opfer. Weil es einfach zu komplex ist, wenn Kinder sich streiten. Also der Leidensdruck hat sozusagen den Schritt ins SPZ zu gehen, der war sozusagen überwältigend und der hat den geebnet, den Weg. Das Blutabnehmen war schlimm. Habt ihr ihm da in der Situation oder grundsätzlich erklärt, warum ihr überhaupt dahin geht? Ja, wir haben mit ihm da sehr offen drüber geredet und haben auch gesagt, dass es einfach, also dass wir als Familie darunter leiden, das hat er auch mitbekommen, dass wir das auch ganz schlimm finden, wenn er so viel weint und wir am Ende gar nichts tun können. Also wir haben, natürlich hat man immer das Gefühl, das Kind leidet, also das Kind weint und man möchte helfen und man möchte die Ursache abstellen dafür. Aber naja, also man kann, also in diesem Falle konnten wir keine Ursache ausfindig machen und wir konnten auch keine Ursache abstellen und er konnte sie nicht nennen, die Lehrer konnten sie nicht nennen. Am Ende war es so, dass wir auch überfordert waren damit, dass er so viel geweint hat und er konnte sich das selber ja auch nicht immer erklären, warum er weinen musste. Aber er musste weinen, es musste einfach raus. Und es gab auch eine Zeit, in der wir gedacht haben, naja, das ist jetzt eine Phase, aber die hörte einfach nicht auf in der Grundschule. Das war nicht einfach. Und das hat letztlich hat uns darin nochmal bestärkt, auch diesen Weg da zu gehen und diese Diagnostikschleife, die ja doch tatsächlich relativ umfangreich ist. Also das sind dann 6 oder 7 Termine gewesen, von IQ-Test über EEG und ja, das war auch einer, ich glaube, für ihn war das auch einer der schlimmsten Termine, wo sie dieses Gel eben auf diese Haube am Kopf gemacht haben und dass er dann ganz nass war von diesem Gel, die Haare und also, ich weiß den Gesichtsausdruck noch, wie er da rauskam. Und es einfach, ich glaube, er fand es einfach ganz schlimm. Und natürlich gab es auch Momente, wo er gesagt hat, er möchte da nicht hingehen, aber dann zum Glück ist er dann gefolgt und hat da auch mitgemacht. Der IQ-Test hat ihm natürlich mega Spaß gemacht tatsächlich. Und im Abschlussgespräch war dann irgendwie halt die Diagnose, dass er auch Asperger-Autismus hat. Also einen Autismus, im Autismus-Spektrum so mittelschwer ist sozusagen. Also da unterscheidet man ja zwischen leichtem oder bis sehr schwerem Autismus und er hat einen mittelschweren Autismus. Was bedeutet das? Für den Alltag oder für das Kind, meinst du? Was ist sozusagen die Definition dieser Diagnose? Wie haben die euch das erklärt? Was ist das? Das kann man sich so vorstellen. Also bis 100 Merkmale, autistische Züge, sagt man dazu, sind ganz normal, hat jeder von uns. Also das sind so Ticks wie, man kann, wenn man über Steine geht, dann tritt man nicht auf die, also auf die Übergänge sozusagen, sondern nur auf die vollen Steine, die Platten. Oder man möchte immer den gleichen Weg irgendwo hingehen oder man hat bestimmten Sitzplatz, wenn man irgendwo hingeht, dass man immer wieder das Gleiche einnimmt in der Fortbildung. Das sind autistische Züge, die sind ganz normal, die geben uns Sicherheit im Leben. Aber was darüber hinausgeht, wird eben in diesem Autismus-Spektrum eingeordnet und ein leichter Autismus würde bedeuten, er hätte eben nicht so viele genetische Merkmale von dem Autismus und mittelschwer bedeutet eben, hat ein paar mehr, also per mehr autistische Züge und so, dass wir im Außen, also dass wir Menschen im Außen das auch stärker wahrnehmen tatsächlich. Ne? Also jemand, der einen leichten Autismus hat, kann das vielleicht mit seiner Art und Weise ganz gut überspielen und jemand mit mittelschweren Autismus kann das nicht mehr so gut. Also das merken andere Menschen dann schon mal, dass da Sachen sind, die auffallen und die andere Kinder auch merkwürdig finden und von daher ist diese Einschätzung, also das war für uns auch nochmal so ein etwas längerer Weg zu verstehen, was heißt eigentlich Autismus, weil ein Autismus ist per ICD-10, also per dieser Definition, ist eine Behinderung. Und das hat tatsächlich nochmal sehr viel mit uns gemacht und auch bei uns in der Familie, also nicht in der Kernfamilie, aber in der etwas weiteren Familie, weil meine Mutter und meine Schwester arbeiten beide in einem Heim für also mit behinderten Menschen zusammen. Also das heißt, sie arbeiten dort ja tagtäglich mit Autisten und mit geistig behinderten Erwachsenen und haben immer gesagt, nein, also das hat euer Kind nicht, der hat doch keinen Autismus, also es ist überhaupt was ganz anderes. Und ja, das hat lange gedauert, bis sie das auch verstanden haben, dass es eben
sie dort natürlich nur die ganz, also die ganz starken, also die ganz starke autistische Züge haben, die ganz sehr, einen sehr starken Autismus haben, dort in einer Einrichtung untergebracht sind. Und deswegen sagt man ja auch Spektrum, weil das ein fließender Übergang ist von autistische Züge von bis zu 100 bis zu 400. Und das ist dann wirklich so, dass man in einer Einrichtung nicht alleine lebensfähig ist. Frieda, du liebst deine Kinder so sehr und eine Eltern-Kind-Beziehung basiert ja idealerweise auf ganz, ganz tiefer Liebe, Zuneigung, Emotionen. Das, was man so weitläufig über so Autismus mal aufschnappt oder auch über Asperger ist, dass diese Menschen eine geringere Fähigkeit haben, Emotionen zu verspüren, zu zeigen, zu äußern. Du hast es ja auch eben angesprochen, das sind Dinge gewesen, die euch auch aufgefallen sind. Wie war das für euch als Eltern, diese Diagnose zu hören und wissend, dass damit auch möglicherweise die Emotionen betroffen sind? Also ganz für euch als Eltern, kriegt man einen Schreck? Hat man das Gefühl und denkt so, vielleicht liebt mein Kind mich gar nicht richtig? Was kommt da rein emotional, kommen da für Gedanken? Ich glaube, dass es ein gesellschaftlicher Blick auf Autismus ist, der tatsächlich per se falsch ist. Also Autisten haben sehr stark ausgeprägte Emotionen. Das, was wird sozusagen der... Die Schwierigkeit für Autisten ist in der Übersetzung in die Sprache der normalen Menschen. Also das heißt, sie haben diese Emotionen, aber sie können sie nicht so äußern, wie wir normalen Menschen oder wer weiß, was normal ist. Also wie Menschen, die keinen Autismus haben oder keinen stark ausgeprägten Autismus haben. Ja, dass sie das nicht verstehen können. Und was Autisten auch schwierig finden, ist, dass sich Dinge ändern. Also diese... wenn man sagt, ein glücklicher Mensch, der lächelt. Jetzt gibt es aber Menschen, die mit dem Mundwinkel nach unten lächeln. Also ich zum Beispiel, wenn ich lächle, dann gehen die Mundwinkel eher nach unten. Und der Autist versteht, also ein sehr starker Autist denkt, Moment, wieso gehen die Mundwinkel nach unten? Das kann ja, also kann ja nicht fröhlich sein. Und man muss sich das so vorstellen, dass sie das viel schwieriger finden, ein Gesicht zu deuten, also als wir das vielleicht können. Also sie müssen das über sich über eine Logikebene erschließen. Also sie können nicht erkennen, ob jemand sauer ist oder erfreut? Doch, tatsächlich spannend. Also ich kann vielleicht eine Situation erzählen, die das ganz gut verdeutlicht. Da war Navids Lehrerin, die ist ja auch mal wütend gewesen in der Klasse und ich habe dann gesagt, ja, wie merkst du das denn, wenn sie wütend ist? Und er hat dann erzählt, dann rollt die das R. Dann macht die immer Also das waren so Situationen, in denen wir festgestellt haben, es wird einfach auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen. Ja, also, und da gibt es, glaube ich, keinen, man kann das leichter wahrnehmen. Also es sind einfach andere Merkmale an Kommunikation, die Autisten wahrnehmen, die wir nicht so gut deuten oder die wir vielleicht gar nicht brauchen, aber sie brauchen die und die deuten das anders. Das Kind einen Namen zu geben, also so eine Diagnose zu haben. Ihr hattet dann jetzt eine zweite Diagnose. Wie ist dann der nächste Schritt? Man hat also die eine Diagnose, die andere Diagnose. Was macht man jetzt dann damit? Was habt ihr dann gemacht? Was war der nächste Schritt? Genau, also wir hatten eben nicht nur zwei Diagnosen, wir hatten tatsächlich auch noch eine dritte Diagnose. Und bei Navid wurde noch ein ADS diagnostiziert, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das bedeutet nicht, dass sie, ich glaube, gesellschaftlich ist das Wort einfach falsch definiert. Also, dass Menschen glauben, jemand, der ein Aufmerksamkeitsdefizit hat, heißt, er kann sich nicht konzentrieren. Und das ist ja per se falsch. Es hat etwas mit dem Filter zu tun. Also das heißt, man würde alle Geräusche, also sowohl das Ticken der Uhr in der Klasse als das Reden der Mitschüler, das Reden des Lehrers und den Rasenmäher draußen vom Hausmeister, hört man in der gleichen Lautstärke. Und man kann nicht priorisieren, was ist jetzt eigentlich wichtig. Das führt natürlich dazu, dass man, wenn man sowieso schon genervt ist von dem, dass man da überhaupt sitzen muss in dieser Schule, weil man hochbegabt ist und denkt, nervt mich sowieso alles, ist eh alles langweilig und vielleicht ein anderes spannendes, also ein Geräusch von draußen kommt, was man noch nicht so gut kennt oder nicht so gut einordnen kann, denkt, ach, das klingt ja ganz spannend
und versucht, dorthin zu hören. Und der Autist ist jemand, der das sozusagen am besten hören kann, wenn er nicht dorthin guckt. Das heißt also, wenn der Autist versucht, dem Lehrer zuzuhören, dann guckt er garantiert nicht den Lehrer an. Was der Lehrer eigentlich erwartet, wenn man jemanden anspricht, dann erwarten wir, dass man Blickkontakt aufnimmt. Und für den Autisten ist das manchmal die einzige Möglichkeit, überhaupt sich zu fokussieren, auf dieses eine Geräusch dort zuzuhören, wenn man als zweite oder dritte Diagnose ADS hat. Es ist besonders herausfordernd, eben nur bei einer Sache zuzuhören. Und der Autist guckt zur Seite, hört das, wird gefragt und weiß dann, wenn er hochbegabt ist, natürlich diese Antwort und kann auch noch sagen, also wenn man an diesem Wort an der Tafel drei Buchstaben umdreht, dann würde das das und das ergeben. Und der Lehrer denkt, wo ist der Beitrag zu diesem Unterricht? Das ist überhaupt gar nicht zielführend. Wieso guckst du immer aus dem Fenster? Also es waren wirklich, es müssen sich tatsächlich skurrile Szenen dort abgespielt haben in der Schule, weil das, was die Lehrer uns berichtet haben, war es teilweise auch in der ersten Klasse, hat unser Sohn manchmal gesagt, zu den Lehrern gesagt, die Tauschkarten mitzubringen. Und das, also das war verboten, aber die Lehrerin hat es halt manchmal erlaubt. Und aber eben nur an manchen Tagen, an denen sie das wollte. Und daraufhin hat unser Sohn gesagt, das ist Willkür. Das fand sie wiederum nicht so gut. Nee, natürlich nicht. Wie hat das euer Familienleben verändert und was habt ihr dann unternommen? Denn du hast gesagt, Hochbegabung, die eine Diagnose, die hat ja per se keine Konsequenz. Es gibt keine Schulbegleitung, es gibt keine Medikamente, es gibt keine Therapie. Die Diagnose des Asperger gilt als Behinderung und hat natürlich Konsequenzen. Welche hatte sie und was hat sich für euch verändert? Ich glaube, dass es am Ende ein Glücksfall war, dass wir, also dass wir herausgefunden haben, dass unser Kind einen Asperger-Autismus hat. Und es hat für uns auch diese Frage ein bisschen erleichtert von, sind wir komisch, ist das Kind komisch? Wir haben herausgefunden mit dieser Diagnose, dass es eben auch vererbbar ist. Also das heißt, Autismus wird vererbt. Und es musste also von uns kommen. Und das war spannend. Es war eine tolle Erkenntnis, die wir bei einem Facharzt hatten, zu dem das SPZ uns dann weiter überwiesen hat, zu einem Spezialisten für Autismus. Und der gesagt hat, es war einfach ein großartiger Moment in dieser ganzen Diagnostikschleife von Terminen und Warten und Hoffen und sich Fragen und Zweifeln, also die sich bestimmt über ein Jahr hingezogen hat. Und wir dann dort bei diesem Autismus-Spezialisten saßen und er uns sagte, ja, Sie sind ja das beste Beispiel. Man kommt ja gut klar im Leben, auch mit Autismus und auch mit ADS-Diagnose. Sie beide sitzen ja schließlich hier und haben einen tollen Sohn. Und es war irgendwie so, also natürlich das gesagt zu bekommen, dass man irgendwie selber auch beteiligt ist, dass man es selber vielleicht als ich in der Familie hatte und man überhaupt mal sein eigenes Leben, seine eigene Schulzeit so betrachtet und auf einmal merkt man, wow, da waren Momente, da kann ich mich jetzt dran erinnern. Oder meine Mutter, die dann erzählte, ja, ich bin auch mal weinend von der Schule nach Hause gelaufen, das war normal. Und ich dachte, ja, okay, das ist nicht normal gewesen. Doch, für mich war das normal. Ja, weil es irgendwann so war, dass es jeden Tag so war, dann wurde es zum Alltag. Aber das war eine andere Zeit, da wurde da überhaupt noch gar nicht so nachgeguckt. Aber ich erinnere mich auch an so viele Momente in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, in der ich mich da einfach nur weggewünscht habe, weil ich gedacht habe, ich bin da sowas von falsch. Und ich glaube, dass ein guter Moment war, als ich erkannt habe, ich wollte mein Leben lang nur normal sein. Nur normal sein. Und ich habe das von David so oft gehört, dass er gesagt hat, ich möchte nur normal sein. Ich möchte einfach nur dazugehören. Und für uns war dann irgendwie mit dieser Diagnose, mit allem, was dazu kam, das hat uns als Familie so unglaublich zusammengeschweißt. Und wir konnten viel besser mit diesem Thema umgehen, weil es war einfach da und wir konnten das annehmen und wir konnten darüber sprechen und wir haben die Idee gehabt von, gut, das ist jetzt ein Teil von Autismus oder jetzt haben wir vielleicht, also er kann sich nicht so gut konzentrieren oder er hat kurze Konzentrationsspannen und das liegt an seinem ADS. Also es war nicht mehr so, dass wir gerätselt haben, warum ist dieses Kind so, sondern wir haben gesagt, es ist normal, es ist einfach mit so einer Diagnose ganz in Ordnung. Und dieser Wunsch nach, ich möchte normal sein, dem konnte man auf einmal einen Namen geben und sagen, ja, du bist ganz normal. Und das war für uns gut. Welche Rechte, sag zu Ende. Also dieser Moment einfach, dass wir das als Familie so angenommen haben und uns damit ja auch dann mit anderen Eltern vernetzt haben und damit dann auch so ein bisschen mehr umgegangen sind, offener umgegangen sind,
das war gut. Und für die Schule änderte sich dann ja Folgendes. Also mit alleine mit dieser Diagnose, das Kind ist hochbegabt, in die Schule, also wir haben auch diesen Fehler gemacht, wir sind natürlich damit in die Schule und dachten so, yay, wir haben eine Erkenntnis, sie haben uns ja losgeschickt von ihr Kind ist anders, ist, mit ihrem Kind stimmt irgendwas nicht und jetzt haben wir die Lösung, mit dem Kind stimmt was nicht, wir wissen auch was. Das war ein Fehler, also da haben wir dann vor den Lehrern gesessen und die haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt damit anfangen, was sollen diese Zahlen, was sagen die uns überhaupt? Tja, das ändert ja jetzt irgendwie gar nichts an der Tatsache, dass das Kind irgendwie hier schwierig ist in der Schule und wir waren so, wie viel das allen wollten, weil wir dachten, das wäre jetzt der Durchbruch. Und das war der Fehler, dass es mit allein der Diagnose Hochbegabung leider, leider gar nicht zu einer Erkenntnis und schon gar nicht zu irgendwelchen Veränderungen geführt hat. Das war wirklich, und das sehe ich auch heute noch so, und dafür setze ich mich auch als also ehrenamtlich in der Schule ein, als Schulelternratsvorsitzende und auch als Elternvertreterin, immer wieder zu sagen, dieses Thema ist einfach überhaupt nicht bekannt, was das überhaupt mit sich bringt. Und erst in dem Augenblick, als wir diese Diagnose Asperger Autismus hatten, also eine anerkannte, vom ICD-10 anerkannte Diagnose, erst dann änderte sich alles schlagartig. Also da haben wir dieses Zettelchen hochgehoben und damit gewunken und haben gesagt, so, und jetzt läuft es anders. Und ab dann lief es auch tatsächlich anders. Ab dann wurde eingeräumt, darüber zu sprechen, ob ein Kind eine Schulbegleitung bekommen könnte, weil er organisatorische Dinge in der Schule nicht bewältigen kann, Schulweg etc. Das war vorher ja mit Hochbegabung allein überhaupt nicht denkbar. Das war per se ausgeschlossen. Und aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn ich mich jetzt an die Zeit erinnere, war das auch ein bisschen so, ja, ja, jetzt denken die auch, die haben ein hochbegabtes Kind. Oh Gott, schon wieder so eine von diesen Eltern. Wir wollen an dieser Stelle einfach nur noch mal fürs Protokoll festhalten, dass Hochbegabung ganz offiziell international Teil der Inklusion ist. Das wollen wir nur an dieser Stelle einfach mal erwähnt lassen. Ja. Aber tatsächlich ist das etwas, was ganz viele Eltern berichten, die dann freudestrahlend mit dem Gutachten in die Schule rennen und denken, jetzt wird alles anders. Und de facto ändert sich absolut gar nichts. Ganz im Gegenteil, viele, nicht alle, aber viele haben dann noch mehr Angst, sich damit auseinandersetzen zu müssen, weil sie einfach vom Thema keine Ahnung haben und weil es auch vielleicht irgendwo schriftlich ein Prozedere gibt, aber im Alltag ja es keinen, nicht den Weg gibt, was machen wir jetzt? Anders ja offensichtlich bei einer Asperger-Diagnose. Ganz simpel mal, welche Rechte hat man überhaupt? Man hat also ein Kind mit einer Asperger-Diagnose. Theoretisch gibt es ein Anrecht auf Schulbegleitung, auf Nachteilsausgleiche, was hat man euch gesagt? Genau, das steht auch in der Diagnose von dem Spezialisten nochmal drin. Also man hat ein, das ist immer so ein bisschen nett in Deutschland formuliert, also man hat ein Anrecht auf eine Schulbegleitung. Es muss aber nochmal geprüft werden vom Amt. Das steht dort auch so drin. Das bedeutet aber im Alltag, also man kann eine Schulbegleitung beantragen. Und in vielen Landkreisen ist es so, von 24 Diagnosen, also Kinder mit Diagnosen werden 2 bekommen eine Kostenübernahme. Bei nur 2 Kindern wird dann tatsächlich bewilligt, dass sie eine Schulbegleitung bekommen. Welches Amt ist denn dann zuständig? Das ist das Amt für Jugend und Soziales in den Landkreisen, die sich dann damit beschäftigen. Dort muss einen Antrag stellen auf diese, das nennt sich auf Wiedereingliederungshilfe, ein spannendes Wort. Und auch auf weitere schöne Wörter gibt es dort. Also es gibt dann eben auch das Recht, also eine Schulbegleitung kann man beantragen. Man kann einen Behindertenausweis beantragen. Das ist so, dass auch das ja ein langer Weg ist, denn dort wird meistens eben nicht diese 50% Behinderung anerkannt, sondern auch nur 30% und auch mit Wiedereinspruch sozusagen das nicht nochmal wird geprüft, aber es wird meistens nur auf 30% angerechnet. Es sei denn, man hat einen starken Autismus. Das ist noch eben da, entscheidet sich eben diese Diagnose. Also es ist ein mittelschwerer Autismus, dann hat das Einfluss auf den Behinderungsgrad sozusagen. Und das eben hat wiederum Auswirkungen auf steuerrechtliche Sachen etc. und auf Möglichkeiten ja, von Förderungen und so weiter. Also da hängt so ein Rattenschwanz da dran. Man hat die Möglichkeit, eine Autismustherapie zu machen. Ein schönes Wort, denn Autismus kann man nicht therapieren. Das ist per se ein Widerspruch in sich für mich in der deutschen Sprache.
Und die Autismusambulanzen, also es gibt da sowohl Heilpraktiker für Psychotherapie, die das machen können, die dann anerkannt sind vom Landkreis, oder eben offizielle Autismusambulanzen, zum Beispiel von der Lebenshilfe. Und die sind einfach so unglaublich überlaufen, dass man dort Wartezeiten von 2 Jahren hat. Wow. Und Autismustherapie, das soll dann eigentlich nur heißen, dass man dort ein paar Sachen, die man zu Hause wirklich als Herausforderung mit seinem Kind hat, als Eltern, dass man dort nochmal Hilfe bekommt. Genau, das ist das. Also es gibt so ein bisschen diese zwei Paar Schuhe, einmal von zu Hause, was man dort hat. Man kann einen Pflegegrad beantragen für den Mehraufwand, den man hat, um dann eben zum Beispiel nicht Vollzeit arbeiten zu müssen, bekommt man einen entgeltlichen Ausgleich dafür von der Pflegekasse. Behindertenausweis klingt immer so nach, man darf auf dem Behindertenparkplatz parken und es gibt irgendwelche anderen Möglichkeiten. Was macht ein 9, 8, 10, 11-Jähriger mit einem Behindertenausweis? Ja, Behindertenausweis bekommt man für Parken und so weiter nur, wenn man auch gehbehindert ist. Also tatsächlich kopfbehindert, würde ich das jetzt mal nennen. Hilft alleine nicht für den Parkausweis. Genau, also letztlich ist das so, dass dieser Behindertenausweis, den bekommt man ja nicht mit 30%, den bekommt man nur mit 50%. Auch das nochmal wissend, aber da hat man halt Möglichkeiten auf Förderung. Und für uns steht das gar nicht so sehr im Vordergrund. Wir haben eine Autismustherapie nach einer langen Zeit einen Platz bekommen, haben das begonnen und wir haben auch zum Schulwechsel dann ja eine Schulassistenz jetzt beantragt, die er jetzt auch aktuell hat. Und das erleichtert unser Leben so ungemein. Wie hat Navid reagiert, als er erfahren hat, Schulassistenz bedeutet ja, dass jemand wirklich die ganze Zeit an seiner Seite ist, oder? Ja. Wie hat er reagiert? Er hatte gemischte Gefühle und das ist auch heute noch so. Am Anfang hat überwiegt, dass er sie nicht möchte, dass er nicht keine Schulbegleitung haben wollte. Gar nicht mal so aus diesem Grund von, dass er das Gefühl hat, er wäre dann ausgegrenzt. Das ist es gar nicht so, sondern man muss sich das genauso vorstellen, wie du es gesagt hast. Da ist permanent jemand neben einem. Es gibt nicht die Möglichkeit, bei Mitschülern abzugucken. Es gibt nicht die Möglichkeit, einfach mal aus einem Fenster zu gucken oder irgendwas zu malen. Es gibt nicht die Möglichkeit, einfach mal unbeteiligt zu sein an einem Tag, an dem man müde ist, sondern eine Schulbegleitung bedeutet, zumindest die, die wir haben, die das großartig macht, dass sie einfach an seiner Seite ist. Und das hat nach einer gewissen Zeit hat er gemerkt, das ist richtig anstrengend. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil sie natürlich das herauskitzelt, was er in der Schule, weil er ein Defizit hat. Und das sind genau seine Schwächen, an denen sie arbeitet mit ihm. Also organisatorisch, also schreibt nie Hausaufgaben auf, weiß überhaupt nicht, wenn irgendwelche organisatorischen Sachen sind, irgendwelche Ausflüge, nichts. Also eigentlich nur das, was ihn wirklich interessiert. Ja. Wie ist es jetzt? An was für einer Schule ist er jetzt und wie kommt er da zurecht? Ja, nach der Grundschule, der wir da viel gekämpft haben, also auch um ja, Zusatzmaterial, um Ausgleich, um irgendwie diesem Kind diese Schule schmackhaft zu machen, hat er dann tatsächlich nochmal die 3. Klasse übersprungen. Das war ja auch zu Corona-Zeiten und die Lehrer haben einfach, also insgesamt haben alle Lehrer gemerkt, der ist einfach so weit weg von den anderen Schülern, das ist einfach nicht mehr, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Der hat einfach viel, viel mehr und als er zu Hause lernen konnte, hat er einfach viel mehr gelernt in seinem Tempo für sich, was er gut fand und war so weit weg, hat die Klasse übersprungen, die 3. und ist dann aktuell kommt er in die 6. Klasse auf einem Gymnasium. Und wie gefällt es ihm da? Wie kommt er da zurecht? Also er ist super gut angekommen, hat ja die Schulbegleitung, seit er auf dem Gymnasium ist und hat erstmalig das Gefühl von, hier wird irgendwas gemacht, was ich gut finde. Also dass er wirklich Lehrer auf Lehrer trifft, die erkennen, dass er ein unglaubliches Potenzial hat und auch auf jeder, also im Elternsprechtag, auf dem wir waren, Gespräche geführt haben, wurde uns das auch nochmal bestätigt, dass sie gesagt haben, also dieses Kind ist hier sowas von richtig an dieser Schule und der hat ein Potenzial, das muss man irgendwie fordern und haben Lust darauf und er hat dort viele Möglichkeiten bekommen, tatsächlich von Lehrern auch Zusatzmaterial zu machen, aus Klasse 7 teilweise schon, in Biologie oder Physik und da hat er einfach seit diesem Tag an, als er an dieser Schule war, nicht einen Tag mehr geweint mittags. Das war wertvoll, ja.
Welchen Rat würdest du anderen Eltern geben, die ein Kind haben mit dem Verdacht auf Asperger oder die vielleicht gerade die Diagnose bekommen haben? Gibt es einen Rat, wo du rückblickend sagen würdest, klar, jede Situation ist individuell, aber das wäre eine Sache, die ganz besonders wichtig ist? Ja, da gibt es einen Rat, den ich, also sowohl Eltern von Asperger-Autisten als auch von ADHS, also unsere Tochter hat ja ADHS und ist ganz anders und hat auch einen Asperger-Autismus diagnostiziert und ist so ganz anders als unser Sohn. Und daran alleine sieht man schon, dass man in einer Familie zwei Diagnosen, gleiche Diagnosen hat und die Kinder so grundverschieden sind. Also das, was einem wirklich weiterhilft, ist dieses Wissen, dass man als Eltern der Experte für sein Kind ist. Und das ist das Allerwichtigste in dieser ganzen Diagnostikschleife und so weiter, egal was man dort alles mit Ärzten bespricht. Also die Eltern und auch vermehrt das Elternteil, was noch mehr Zeit mit den Kindern verbringt, ist der Experte für das Kind. Und gerade beim Autisten ist es so, dass, weil sie so unterschiedlich sind, dass man einen Experten braucht. In jeder, also wir wenden uns ja auch an Experten und wir als Eltern sind ein Experte für unser Kind und wissen ganz genau, was ist hilfreich, was funktioniert und an welchen Sachen muss man arbeiten. Ja, also darauf einen Fokus zu legen und sich da auch sich selber so viel Vertrauen zu geben, dass man darauf hören kann, was man selber glaubt, was richtig ist. Also weil wir haben ja von Anfang an gespürt, dass irgendwas da noch ist, neben dieser Hochbegabung. Irgendwas muss da noch sein. Also warum will dieses Kind keine Zähne putzen? Nur mit dieser alten Zahnbürste. Warum muss Navid sich übergeben, wenn er sieht, wie jemand anderes Hustensaft nimmt? Ne? Also das kann er einfach nicht ertragen. Diesen Anblick kann er einfach nicht ertragen. Muss sich dann übergeben. Solche Sachen aus dem Alltag, wir haben das ja nur herausgefunden, weil wir auf unser Gefühl gehört haben und gesagt haben, irgendwas ist da noch. Freda, vielen, vielen, vielen Dank für diese Offenheit und dass du diese Erfahrungen geteilt hast. Alles Liebe euch. Vielen Dank für das Gespräch.